Jo, hi und willkommen. Mein Name ist Aníbal P. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Kingdom Hearts 3. Wir sind immer noch in der Spielzeugkiste und ja, Woody und Buzz haben keinen Bock mehr und sagen so, oh, wir wollen nach Hause. Und ja, deswegen gehen wir wieder Richtung Eingang und gucken, ob Annie wieder da ist. Wo ich es irgendwie nicht glaube. Und ja, kann man irgendwie da hoch. Ich muss ja noch ein bisschen erkunden, ne? Was an niemand man hier noch findet, ne? Ich hätte auch gar nicht hier reingehen können, weil das geschlossen ist. Sehe ich gerade. Kann ich dann irgendwie von innen aufmachen? Nee, ne? Jetzt wäre dieses Fenster nicht da. Nö. Aber wenn ich mal gucken will. Ich hätte noch nicht diese Absorbierungsschock. Da muss ich ja auch irgendwie so Dinger einsammeln. Na, tschüss. Da wollte ich jetzt nur machen. Weiß nicht, wisst, was ich meine. Hier. Genau, meine Spielrekorde. Wird da einmal angezeigt für, wenn ich die Leiste voll kriege beim Anvisieren und einmal, wenn ich. Oder drei, warte. Sternschnuppe, Kometenschauer, Sturzsalbe und Steuer. Okay. Ach so, da ist eine, ist glaube ich Dings. Ich habe keine Ahnung. Jedenfalls. Na, dann war. So habe ich ja einen Gegner nicht erledigt. Ich will eigentlich nur zum Speicherpunkt mal kurz hingehen und mich voll hoch heilen und meine Fuchsleiste aufladen wieder. Eigentlich nur meine Fuchsleiste aufladen, weil ich habe irgendwie keinen Schaden. Ja, hier waren wir gerade, ne? Weiß er nicht, vielleicht kann man sich ja dahin teleportieren, ne? So, ich nehme an, wir gehen jetzt einfach nach Hause, ne? Ich bezweifle, dass Andy wieder da ist. Da kann ich irgendwo von hier aus runterspringen und irgendwas erreichen, was ich vorher nicht erreichen konnte. Da zum Beispiel, da hätte ich die Truhe erreichen können, so problemlos. Ja, ich glaube, da auf der Dings ist was auf dem Ufo, oder habe ich glaube ich irgendwas gesehen. Ah, ich sehe da was. Ronald. Geh weg, Donald. So, mal wieder so ein Ding gefunden. Da geht es ruckzuck, wenn man weiß, wo man gucken muss, wo ich dann eigentlich nur per Zufall gefunden habe. Aber ihr wisst, was ich meine, ne? Ihr wisst, was ich meine. Und dann fehlen nur noch zwei, ne? Drei. Na. Oh. Kann ich wieder suchen auf Screen. Geil. Hat mich jetzt eigentlich nicht so stört, weil dann habe ich wenigstens Grund, das Spiel auf Screen zu spielen. So, ist da ganz oben noch was, wo wir diese Truhe gefunden haben. Und so, hier könnte vielleicht auch noch so ein Mickey Mouse Zeichen sein, wenn ich nicht gesehen habe. Oder auch nicht. Okay, ab nach Hause und eine Pause. Ab nach Hause und eine Pause. Und jetzt kommt natürlich ein Boss, ne? Sarge, roll call. Sir, yes, sir. Roll call. Alto is falling. Irgendwie fehlt Rex. Army men times four. Ham, aliens, one, two, three. Wait, where's Rex? Eh, he took off. Said he wanted to prove to you could trust Sora. He's up there by the video games.
Well, here we go again. Huh? This is about us? He's not safe. The Heartless are out there. You're right. Sora, Donald, Goofy. Diese Reihenfolge. Can you help us one last time? Sure! Thanks, guys. Wir müssen eigentlich wieder nach oben, ne? Sam said Rex was in the video game section. Ja, Goofy. Goofy, wir, das wurde uns wortwörtlich gerade erst erzählt, Mann. Ich weiß, du bist hier der mit dem Köpfchen in der Truppe, aber trotzdem. Geht auch ein bisschen, weiß ich nicht. Blau müssen wir. Videospiel. Konnten wir da irgendwo rein? Nee, ne? Da. Sehe schon. Wie hat sich das gerade geöffnet? War gerade noch zu, Mann. Good. The clothes kind of match. So gut sehe ich nicht aus, weil er gerade zugeben hat, Square Enix Charaktere voll feminin aussehen. Ich glaube ja. Ich glaube, das Spiel will Werbung für dieses Spiel machen. Video game figures. See? I told you, Buzz. They're toys, just like the rest of us. Well, I suppose. Donald, I thought your magic decided how I look. Explain. Super, that's not you. Say, Riku would make a great action figure. Must be him. No, it's me. I've got the black clothes and, So what? Alright, everyone. Now that we're back together, it's time to return to Andy's room. Now? But can't I at least check the strategy guides? I want to know how to beat Bahamut. Ich will es nicht überraschen. Wenn das irgendwie ein Spiel ist, wirklich rauskommt irgendwann. Oh, but you needn't. Oh, hi. Xehanort. I have more to observe. I can't let you leave yet. It's us that you really want. Leave the others out of this. You would say that, Champion of Light. Very well. What? Let's skip to the final stage. Buzz? What's the matter? Come on, Buzz. Quit fooling around. I can't believe it. Buzz has been taken over? What did you do to him? War ein TIE Fighter Geräusch. I thought I made it clear. Okay, Star Wars ist ja auch jetzt. I am testing the strength of their bonds. In this world, toys have hearts. And those hearts come from a powerful bond. So what happens when those bonds are stretched to their limit? When they are worlds apart, can cloth and plastic hold on to their hearts? All I needed was a wedge to widen the divide. Someone like you to fill them with distrust and doubt. And that chasm can be filled with a vast darkness. Witness it for yourself. Do something! On my way! Not this time. What? Oh mein Gott, er hat sogar irgendwas unternommen, im Gegensatz zu Ansem und Semnes. Nicht einfach nur da waren.
Where am I? Aber bin ich jetzt in diesem einen Spiel? In this world you come from a video game. So now you can watch my experiment from inside that screen. That is, if you manage to find a moment's rest. There's got to be a way out. Buzz, Woody, hang on. Ich sehe da schon was Schönes. Gut, kein Problem. Oh, jetzt halten sie natürlich wieder nicht so viel aus. Hui. Was ist das? Das Gefühl, ich muss das kaputt machen. Aber naja. Mach die Dinger einfach mal kaputt. Wird schon irgendwas bringen, ne? Da sollte ich kaputt machen, wenn irgendwelche Leute daneben stehen, aber was soll's. Hi. Wo ist das? Sehr gut. Aber ich hab nur mit einem Roboter, oder? Also das Gefühl, die tun immer wieder neu auftauchen, aber das soll es. Ich überhaupt Erfahrungspunkte von ihnen. Okay, wollte schon sagen, kommen wir irgendwie weiter. Oh Gott. Oh nein, mein Mecker ist gleich kaputt. Ah, trifft die sogar. Ja, ich glaube, da war es nicht mit unserem Ding. So, wirklich sind noch ein direkt neuer. Das wäre der gleiche, gut. Oh, der hat ein bisschen mehr. Was? Der ist auch voll winzig. Was ist das? Das ist bestimmt der innerledigen, ne? Hat irgendwie eine Bossleiste oder so. Gott, komm. Ah, verdammt. Wird dann geschlagen, aber vergessen, wie es ging. Wer ist er denn? Final Boss ist aufgetaucht. Du nicht, komm her. Oh, Dreck. Darf ich mir ein bisschen weiter fliegen? Ah. Noch du? Okay. Oh, macht Schaden. Boom. In die Fresse. Ja. Was ist das? Boah, ich kann ihn immer wieder umhauen. Neuer Accessoire-Slot. Awesome. Pixel Art Spinner. Ein Talisman, den du mittels Koop-Kommando Randalreif zur Unterstützung herbeirufen kannst. Ah, okay. Ja, Blöcke platzieren. Okay.
Vielleicht wird das schon herausfinden. Ich bin ja schlau, ne? Okay. Na, war lustig. War halt der finale Boss dieser Welt? Wenn, dann war zwar witzig, aber auch einfach. Weißer Bildschirm. Okay. Okay, wir waren in diesem einen Spiel, aber irgendwie sah es überhaupt nicht so aus, wie wir das, was wir gesehen haben. Where's Buzz? He disappeared into a dark corridor. Oh. Oh. Sora, how do we get him back? I don't know. My power won't open those. Sir, did I hear you say dark corridor? That's right, Sarge. Any ideas? Well, it might be a long shot, but we've sighted a shadowy portal in the Kid Corral. We can infiltrate from a window inside babies and toddlers. I'll head there and get it open. Sarge, you're a lifesaver. You guys in? Yeah! Yeah. Please promise you'll bring Buzz home. With batteries included? Journey safely. Farewell. Inklusive Batterien. Don't worry. We're gonna get our friend back. Wir holen unseren Freund zurück. Du hast Verum Rex Speed of Lead freigeschaltet. Du suchst die Spielkonsole in der Videospielabteilung, um es zu spielen. Ja, aber nicht jetzt. Nein. 8-Bit Explosion. Wir können jetzt Randale, Ralf. Habe ich nicht gesehen im Film. Also, das wäre irgendwie die perfekte. Das wäre irgendwie jetzt perfekt, dass die ja Werbung für Final Fantasy und so machen, in den ganzen Dingern, ja. Den ganzen Regalen hier so Final Fantasy spielt. Okay, haben sie ja an einer Ecke, da haben sie irgendwie das ist ja Final Fantasy. Okay, der Typ sieht aus wie Noctis, nur halt er ist bestimmt ein Spiel irgendwann rauskommt, ich wette es. Fünfmal wetten. Warte mal, wie cool. Also wenn ich nur kurz antippe an der Wand, dann springen wir da direkt wieder weg. Truhe. Muss doch mindestens eine Truhe irgendwie sein. Wertigkeitsring plus. Ja, da fällt mir gerade ein. Wir haben Platz. So, Defender, Soldatenohrring. Jo. Ach so, links, ne? Na, wie sieht so schatzmäßig und so aus? Ja, nicht gut. Fehlen noch eine Menge, muss ich noch eine Menge hier auf Screen suchen. In den Gebieten soll ja ein bisschen mehr sein als nur eine Truhe. Komm. Aber anscheinend war es das hier. Und klingt meine Donald. Warum klingt mein Donald irgendwie wie Wario? Ich weiß es nicht. Da ist hier irgendwo so ein Mickey Maus Zeichen, ein Glücksemblem. Tausendmal Entschuldigung. Na gut, dann nicht. So, Kinderabteilung. Da waren wir da schon mal, da waren wir doch. Nee, da war Babyabteilung, glaube ich, ne? Ja,
Er hat gesagt, wir können da durch ein Fenster durch, aber warum hat er halt erklärt, wir kamen doch von da dann, oder? Da bin ich jetzt ganz blöde. Warum hat er uns denn nicht erklärt? Wir waren doch schon da. Ich brauche Damast. Windfächer. Ja. Nee. Wir speichern erstmal hier. Ich weiß gar nicht, welche Level man sein muss für die nächste Welt. Ich glaube 14, ne? Oder 12. Weiß ich gar nicht. Ja, wir sollen hier durch. Oh, geht weg. Haben wir nicht gesagt hier? Da bin ich jetzt ganz hoch. Okay, Dauer. Abenteuerübersicht. Was sind Dauer? Ach Dings, ja, ist bestimmt beim Essen, ne? Den kommen wir in der Dunkelheit im Kinderspieleck. Ist das nicht hier? Ja, ist Baby, Kleinkinder und Puppen. Nicht mal, das hier ist falsch. Ganz unten oder so, ne? Oh Gott. Oh Gott. So, da waren wir. Wenn die irgendwo eine Karte oder so platzieren, ich bin aufgeschmissen ohne Karte. Vic the Visitor 2 nehme ich an. Da vielleicht, ne? Nee. Oh, Victor Visitor. Er hat gesagt, irgendwie durch ein Fenster oder so kann man da durch, ne? Da bin ich jetzt ganz blöd. Wäre irgendwie lustig, wenn er in den Cutscenes auch so bleiben würde, ne? Da kommen seine Cutscenes. Theodore! Oh, ich bin wieder zu blöd hier, um zu wissen, wo ich hin muss. Oh Gott. Kinderspielecke, also Videospiele. Wöp. Bin ich da? Da, ne? Muss doch da sein, dann, oder? Bin ich jetzt ganz blöd. Er ist hier, ne? Ja, sieht nach. Sora, look. Da, boah. Schon wieder viel zu blöd hier. That must be the window Sarge mentioned. Also, boah. Ich dachte hier wie bei den
wie bei der Puppenabteilung, ja, da so ein Fenster ist, so ein echtes Fenster. So, weiter. Gut, haben wir das erfolgreich gefunden. The entrance was blocked by blocks? Blocked by blocks. Yeah, maybe. I'll try. Ich kann auch Randalreif hier suchen, herbeirufen. Ich dachte, er kann auch irgendwie Blöcke verschieben. Nehmen wir ihn an dem Bord eines Gears, der so ein Dreieck drückst. So. Alter. Gut. Kann ich ja sehen, ob hier irgendwo an den Decken irgendwas ist. Glaub nicht. Hey, zum Weg. Jetzt sind wir wieder aus dem Ding raus, natürlich. How are we gonna reach that? Well, there are some more blocks here. Und hier sind auch sei noch ein paar Gegner. In die Fresse. Oh Gott. So habe ich den gerade kaputt gemacht. Oh. Ja. Was hat? Du lockst mich nicht da raus. Ey. Mehr in die Fresse. Au! Schlag dir auch in die Fresse, ja. Nicht so witzig, oder? Oh. Ja, jetzt kann ich die jetzt benutzen. Da so, gucken wir uns erstmal hier oben. Ha. Boah, ihre T-Tassen, okay. Aber wir Bälle und T-Tassen. Was macht er jetzt? Oh Gott. Keine Ahnung, was hier los ist. Komm mal her. Bälle und Tassen. Alles, was noch Schaden macht. Ich bin halt so gut, dass wir jetzt Blitz haben, ey. Was ist das? Das ist nicht mal annähernd so spektakulär, wie als Federico das eingesetzt hat. Weil er konnte ja schon Blitz K einsetzen. Und glaube ich noch eine Ecke übertrieben, aber ne. Okay. Okay, dann müssen wir sogar. Ich habe mich da ja so, ja, ich. Na, oh, lass mich hier raus. Meine MP wieder voll sind gleich. Hey, there's some over there.
guck mich aber erst um. Ruhe. Oh, ich kann sogar hier durch. Warum? Ja, warum sollte ich hier nicht durchgehen können, ne? Ich bin noch klein genug. Wer bist du denn? Kann ich ordentlich einsteigen? Ja, da ist diese Röhre. Noch mal ein paar Blöcke hier. Put. Aus dem Weg. Ah, ehrlich? Alter! Okay, vielleicht sollte ich öfter diese lila in mir benutzen. Ja, vielleicht soll ich das machen. Die sind ganz schön überpowert, habe ich so ein Gefühl. Jedenfalls diese Attacke. Ist ja nur einer, du. Du. Ah. Ja, noch einmal geschossen. Vibration. Oh, ich muss sogar Tetris Block. Okay. Wollte nur sagen, es sind mehrere solcher Blöcke. Halt. So, Ritterring und Dings haben wir Feuerboost. Ich kann so viele Sachen ausrüsten. Wir haben so viele FP. Ich da jetzt nie im Leben ausrüsten. Ritterring, Vita-Konverter. Was ist das? Wenn man im Kampf einlädt, sich die Situationskommandoleiste je nach aufgewandten MP auf. Die Fertigkeit kann aufgestapelt werden. Angriff und na, Donald. Ja, was soll's? Was war? Brauch man nicht. Aus dem Weg. Ja, die verschwinden sogar ins ewige Nichts, wenn ich die einmal haue. Macht's natürlich ein bisschen übersichtlicher. Stell dich mal vor, wer auch immer der finale Boss ist in diesem Spiel, ich nehme an, irgendeine Art Form von Xehanort, ne? Und wir kommen mit so einem riesen Mecker auf den los. Ja, okay, will irgendwie keinen Sinn machen, weil wir weil keine Ahnung, das Ding ist ja kleiner als irgendwie normaler Mensch eigentlich. Aber stell dir mal vor, wir kommen mal wirklich mit so einem riesen Mecker irgendwie in den finalen Kampf und ballern einfach irgendwie keine Ahnung, sehr Nord oder wer auch immer damit ab. Das war doch awesome, oder? Da sind Blöcke hier, ne? Mache er einen Tetris. Boom, Tetris für Danilo. Irgendwas stimmt mit Donalds Stimme nicht. Er ist irgendwie als für den Kiwart sehr schlecht Donald nachmachen wollen. Klingt irgendwie komisch. Klingt irgendwie die ganze Zeit so, als würde er irgendwie ersticken oder so. Aber was weiß ich, ne? Vielleicht hat er die originale Stimme mittlerweile. Da schon drin, da war ich noch nicht drin. Lass mal reingehen.
Da. Oh geil. Oh geil. Flori. Kann ich bestimmt gebrauchen, wenn ich irgendwann ein neues Schlüsselschwert bekomme, ne? Die braucht man, glaube ich, um die aufzuleveln. Übrigens, Gegner. Juhu. Oh, das Ding ist sogar zum Leben erwacht. Und noch mehr von hinten, ja. Wo ist er halt? Oh, ich brauche hier so ein Mecha-Mack gerade. Feuerboost, was machst du jetzt? Bin gerade mit einem Lasso, oder? Sah nicht aus wie ein Jojo. Au, wo? Ja, wer kann es? Wer wagt es hier? Oh. Sehe, wie er Leute angreift, aber ich sehe keine Leute. Steig einfach mal in den Mecker da ein. Mecha activated. Oh, das macht es natürlich ein bisschen einfacher. Was ist das? Wir sehen einfach die Ziele, ja. Ihr seid sogar alle hier drin. Mein Gott, ich hab das Ding nicht. So gut. Für diesen einen Dipper. Ich will eigentlich mein Lila einen Namen, aber ich weiß jetzt nicht, wo der ist. Ich denke, ich komme da nicht hoch. Irgendwie muss man da hochkommen, ne? So. Magische Tetris Power aktiviert. Und dann tackle ich auf einmal so in die Dinger rein. Ja. Ah, ist ein Kaktor. Sehr geil. Mit der Siegesfanfare natürlich. Als Begleitung. Sehr gut. Habe ich so auf den ersten Blick nicht irgendwie gedacht, dass ein Kaktor sein soll. Ja, cool. Muss ich ein Foto von machen. Let's see. Gut, kann ich jetzt da hoch? Oh Gott. Nein. Oh Gott, warum ist diese Steuerung jetzt so komisch? Was soll ich sagen, fallen die schon wieder runter? Na, Speicherpunkt, und das sieht sehr stark nach finaler Boss dieser Welt aus, ne? Die sind bestimmt Pyro-Tropfen. Ja, ich brauche keine Dings mehr, scheint.
So, dann speichern wir mal hier und gucken, was denn hier so noch auf uns wartet. Zwar gegen Bass kämpfen. Nehmen wir den Klassiker. It looked like this. Yep. Warte mal, warum sagen die ja? Die wissen das doch gar nicht. Wenn wir jetzt gegen Sean und kämpfen müssen, ne? Aber irgendwie krass. Aber auch irgendwie komisch. Weil wir sind Spielzeuge und Xehanort kann sich eigentlich nur größer. Der könnte sich eigentlich theoretisch größer machen, ne? Und dann auf uns drauf trampeln. Also. Okay. Buzz! Xehanort! What do you want with my friend? Look, such tremendous darkness. All because he was ripped away from the boy who cares about him most. Does that mean we'll all be like Buzz? If we don't find Andy? Wrong! Distance doesn't matter. Andy's part of their hearts, just like my friends are part of mine. Mm-hmm. You can't rip that apart. Huh. What? Your friends are your power? How very true. But if the light of friendship is a form of power, the darkness of being alone is a power even greater. Darkness is the heart's true nature. Hey, das kennen wir doch. Whatever you're talking about, I don't care. Put Buzz back the way he was, then get lost. Donald wäre stolz auf dich. Yeah. I don't care. I am a toy. And a friend. My guess is no one's ever loved you before. Because you know nothing about hearts and love. There are hearts all around us, trying to connect. Your loneliness only made Woody and Buzz's connection stronger. That's the heart's true nature, to never ever let go. Wherever they are, Andy and the other toys haven't let go either. Yeah, you can't keep us from Andy. We're going home no matter what, and taking Buzz. Xehanort, you're so caught up in finding the shadows, you forgot about the light that cast them. Was es mir echt ging, sehr laut kämpfen. Woody, now! Giddy up, partner. We gotta get this wagon train a moving. Woody, wait, how did I get here? Oh, I don't know. Maybe somebody switched you into dark and stormy mode. But I don't have a... Thank you, Woody. Good to have you back, Buzz. Hey, hurry up! Huh? We can't hold him much longer! Don't give up, guys! So, even empty puppets can be given strong hearts. I am going to have to remember that. Remember this. Our hearts will always be connected to Andy's. No matter what you do. And that's something you'll never understand. Because you're hollower than any toy. But now I know a heart can be placed in the vessel of our choosing. For that,
Let me give you a parting gift to play with. Ah, war ja so klar. Find the heart's joint to yours. There. Careful. Whoa. Okay. Jemand kämpfen war. Here goes. Okay, hier ist doch bestimmt irgendwo so ein Roboter, oder? Nein, okay. Ah. Ja, wenn das so abläuft wie im Dings. Na, Dreck, ich sehe. Alter, dieser Blöde. Ich habe nichts damit getroffen. Einfach mal hoch. Dreck. Aber ja, so klar, wenn noch nicht gegen sie noch kämpfen, das wäre irgendwie viel zu übertrieben. Ich frage mich allgemein, ob wir gegen alle Organisationen Mitglieder irgendwann kämpfen werden. Weil das ist ja alles so darauf ausgelegt, dass wir am Ende gegen die 13 Dunkelheiten kämpfen, ne? Mit unseren 7 Lichtern. Also, das heißt, sie müssen ja noch bis zum Ende hier übrig bleiben, nehme ich an. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die alle so eine ganz lange Zeit irgendwie hier unbekämpft bleiben. Seht ihr, was ich meine? Jetzt mal das mal, da wollte ich sowieso einsetzen. Also irgendwann müssen wir ja mal gegen die kämpfen, ne? Aber wie es aussieht, kämpfen wir erst ganz am Ende gegen die, ne? Sonst wird halt irgendwie gar keinen Sinn machen. Ja. Ist das? Jetzt bis jetzt relativ einfach. Also dagegen war oh Gott. Oh, das ist cool. Ich weiß nicht, was du vorhast, aber ich halte dich mal auf. Das wäre doch, glaube ich, perfekt hier, ne? Nein, ich vergesse andauernd. Will diesen Angriff gar nicht einsetzen. Ich schaffe das doch irgendwie so, ne? Oh Gott. Oh Gott. Gott. Ja, ist aber auf damit. Alter. Wo bin ich denn hier? Was ist ja gar kein Ding, aber übrig. Kann ich nicht einfach dahinter teleportieren? Nee. So, du komm her. Oh Gott, nicht umfallen, nicht umfallen. Dreck, komm doch nicht hin. Jetzt macht er wieder alles kaputt hier. So, komm her. Was ist das? Wir haben nicht gleich, pass auf. Los, Goofy, mach ihn fertig. Wer ist jetzt? Noch ein Dreck.
Sehr gut. Okay, der war relativ einfach im Gegensatz zum letzten Finalboss, den wir besiegt haben, was hier dieser Windtitan war. Was kommt jetzt? Ja, fertig mit der Welt, nehme ich mal an, ne? Außer wir kämpfen noch gegen Xehanort. Da wäre krass. So Xehanort got away again. Yeah, he's a big chicken. Das kommt von einer Ente. I'm sorry. What? I wanted to get you back to the real world. It does seem that we're trapped here. We'll never get home. Yeah, stuck like pigs. Our position appears fixed. Oh no! A shame we'll have to stay a little longer. With our new best friends. Well, after all the adventures we've had, we're not quite ready to say so long. You guys... I'm sorry that I was being so stubborn. Please forgive me. Hey, you were just looking out for your friends. No biggie. Yeah, somebody's got to be the sensible one. Huh? Especially since Woody's always getting in trouble. Gorsh, that sounds a little like Sora, don't it? Huh? Yeah! Ja, natürlich, ja. Buzz. Kinda. Besides, if we do go back to the real world, we'll never see you again, right? Oh. But what about Andy? You care about him so much. Oh. And he's still right here with us. Well, if we follow our hearts, we'll find them again. Yeah. So, Sora, are you going after the guy in the black coat? Something tells me we can't join you on that mission. That's okay, because you've become part of our hearts. So let us become a part of yours. Thank you. Now, off you go. To infinity and beyond. Ah, oh, sehr schön. Spielzeugkiste. Oh, ich finde gut, dass die Welten so lang sind. Also ungefähr 3 Parts pro Welt. Finde ich gut. Bin nicht so kurz wie in Kingdom Hearts 2. Hilf Sheriff Nummer 1. Fokus auf Angriff, Formänderung, Hyper mal Drillschlag. Ja, man, habe ich einen Trailer gesehen von Toy Story, ne? Ja, es kommt wahrscheinlich wieder eine Cutscene, ne? Nehme ich jetzt mal an. Okay, wird mehr so ernstere Cutscene gedacht. Ja, vielleicht wird es hier auch ein bisschen ernster. Keine Ahnung. You had to remind me. Well, Gorsh, we just want to help keep you motivated. I was thinking about Roxas. He's trapped here in my heart. But he needs a body to be himself again. Well, don't worry. Yenzo's working on a way to get him free. Xehanort hat ja auch gesagt. I bet you he's got the perfect body. Er hat herausgefunden, dass man einen Körper in ein Herz in einen anderen Körper reinpacken kann. Why don't you try giving him a call? I guess so.
Wie funktioniert das Ding nochmal? Why not? Oh, hiya, Sora. Your Majesty. Hey, what? Wrong number? No, Riku and I are visiting Radiant Garden. Actually, we were just about to call you guys, but it looks like you beat us to the punch. Sora, is something wrong? I wanted to pick your brain. In order for us to recomplete Roxas, he needs a body, right? Yeah, to put his heart in. Ja, das ist ja noch am Ende gesagt. Oh, Replicas. Huh? Well, Replicas are basically human. Oh, what? Oh, yeah. You wouldn't remember. The previous Organization 13 developed Replicas. Realistic vessels to place hearts in. They're so real, in fact, that you'd actually mistake them for people. And with hearts, the replicas will become people. Cool. But if we get our hands on a replica, will Roxas look like himself when he's recompleted? Yep. The replica takes the form of the heart inside it. That's perfect! I'll talk to Ienzo. He was in the organization back then. So ja, aber Dings ist ja weg. Wechseln. Great. Oder Evan. Thanks. Wait. Do you guys der hat die doch gemacht, ne? Nope, they definitely said a black box. Who's that? The organization and Maleficent. Oh. I guess we forgot to mention that. Ja. Wir sind halt Idioten. But there's something you guys should know about one of their members. Huh? So let the rest of us worry about Roxas and Naminé for now. You journey on and keep Naminé. An eye out for Terra. Stop that! They don't change, do they? Nope, that's their best quality. Well, we gave Merlin the vestments for Kairi and Axel. Let's go stop by Ansem the Wise's study. Right. Okay. Nur, wie geht's jetzt für mich weiter? Sora oder Riku? Okay, Sora. So, die nächste Welt, Kampfstufe 14, Königreich von Corona. Ich glaube, ich weiß, welche Welt das ist, nur bin mir nicht hundertprozentig sicher. So, wir haben ein neues Schlüsselschwert. Glücksfuß, So, ich glaube, wir tun anstatt das hier nehmen. So, warum ist das hier so... Da hat irgendwie ein anderes Zeichen. Seht ihr? Da ist ein Schlüssel, das ist halt ja, ein Kreis mit einem Schlüssel drin. Halt. So, Sturzhieb. Nur einen Hieb nach unten aus, um Ziel auf den Boden anzugreifen. Jo. Ich habe genug Dinger. So viel FP, ich weiß gar nicht, wohin damit. Und die beiden lernen irgendwie gar nichts. Gut. Ja, dann haben wir hier alles noch. Und mal alle hier abhaken. Ich muss dann natürlich wieder alles hier abhaken, also geht nicht. Und Feuerton sind wir offensichtlich noch nicht fertig, weil jetzt hätten wir da alle Charaktere. Habe ich leider auch nicht gesehen im Film. Kommt ja gerade ein zweiter raus, oder ist glaube ich schon ein zweiter raus, ne?
Keine Ahnung. Gut, in der nächsten Folge gehen wir dann zur nächsten Welt. Und ja, ich würde sagen, Dankeschön fürs Zuschauen. Wir sehen uns ja in der nächsten Folge wieder. Lasst ein Abo, ein Like, ein Kommentar. Ciao.